Hallo, heute mal wieder ein kleines Video von mir mit einem Selbstgespräch. Anlass für das Selbstgespräch, das ich gleich auch vorlesen werde, war die Frage von einigen Teilnehmern unserer schamanischen Kraftplatzwanderung danach, was man eigentlich tun könnte wegen der Gitternetzlinien, die auf der Erde die Menschen sozusagen von ihrem göttlichen Schöpfungspotenzial getrennt halten wollen oder sollen. Also dass da einfach mal Kräfte waren, Wesenheiten, Bewusstsein, dass diese Gitternetze absichtlich über die Erde ausgebreitet hat, um die Menschheit wirklich zu behindern. Also was weiß ich, die Lebensdauer zum Beispiel beeinflussen, dass unsere Lebensdauer eigentlich länger sein könnte, wenn wir nicht sozusagen gedeckelt würden und gebremst würden in der Anbindung an unser eigentliches Potenzial, Schöpfungspotenzial. Da werden viele Begriffe so ein bisschen durcheinander geschmissen. Für viele sind die Gitternetze, es gibt verschiedene, es gibt Hartmann-Gitter, es gibt Curry-Gitter, es gibt also alle möglichen Netze, die über der Erde sind. Einige davon sind natürlichen Ursprungs, andere sind gelegt. Es gibt auch die Ley Lines, das könnte man als Meridiane der Erde bezeichnen, die also was absolut Natürliches sind, so wie eben unsere Meridiane auch. Aber natürlich haben die Menschen auch die Ley Lines immer schon genutzt, um für eigene Zwecke, um diese Kraft der Ley Lines mit einzubinden in eigene Ideen. Manchmal waren das ganz harmlose Dinge, wie was ich, Informationsübertragung von hier nach da, dass man die über die Ley Lines gelenkt hat. Manchmal hat man natürlich auch versucht, diese Gitternetze, die die Menschheit sozusagen abtrennen sollte von ihrem göttlichen Wesen, die hat man natürlich auch gerne mit den Ley Lines verbunden, um die Kraft der Ley Lines damit reinzunehmen. So, mein Selbstgespräch bezog sich jetzt natürlich auf die Gitternetze, die uns wirklich von unserer Schöpferkraft abtrennen sollen. Also ich habe jetzt nicht alle Bereiche und Möglichkeiten abgefragt, die es gibt. Weil darum ging es jetzt eigentlich, ob wir uns davon befreien können. Die Idee, die da im Raum war, bestand darin, Kristalle zum Beispiel auf die Knotenpunkte der Gitternetze zu legen, um die Wirkung damit zu neutralisieren oder zu unterbrechen. Und das ist alles ja auch schon gemacht worden. Das hat es ja früher auch schon gegeben, dass Menschen versucht haben, diese Gitternetze wieder aufzulösen mit Hilfe von Kristallen. Und dann gab es wieder andere, die da, was weiß ich, Kirchen oder andere Gebäude da drauf gesetzt haben und diese Kristalle wieder entfernt haben, um die Wirksamkeit wieder zu stärken. Also es ist so ein ständiges Ding, was über die Jahrhunderte, Jahrtausende schon läuft. Ich habe mich hingesetzt und ein Selbstgespräch geführt, also mit mir selbst gesprochen. Ich habe mir auf einer Ebene die Antwort auf diese Frage gestellt, die eher sowas mit Direktwissen zu tun hat. Das heißt also nicht, dass ich irgendeine Wesenheit, die weit weg von mir ist und viel größer und sowas alles befrage, sondern eben, dass ich meinen eigentlichen Wesenskern, das, was ich im Grunde immer bin, wenn die Person Heike nicht mehr ist, bin ich dieses Größere. Wir nennen es selbst. Und wenn ich in diesem Bewusstsein Fragen stelle oder mir selber die Antwort gebe, bin ich in einem anderen Ausgangszustand, dann kann ich davon ausgehen, dass ich etwas weiß, was die Person Heike sonst nicht wüsste.
lese mal vor, was für eine Antwort ich auf diese Fragen bekommen habe. Es ist wahr, dass dereinst eine Art Gitternetz um die Erde gelegt wurde, das die Erdenmenschheit von ihren göttlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten getrennt halten sollte. Es gibt Kräfte, die das auch gerne weiterhin so halten wollen, aber die Realitätsbeschaffenheit verändert sich. Dieses Gitternetz existiert zwar noch und ist auch weiterhin wirksam, doch nur noch innerhalb der jetzt endenden Realität. Richte dein Bewusstsein auf das Neue aus und das Netz und seine Wirksamkeit existieren nicht mehr für dich. Lass dich in dein gewohntes Realitätsbewusstsein zurücksinken und es ist wieder da. Die Macht dieses Netzes brechen zu wollen, indem du dich mit dem Netz und seinen Knotenpunkten auseinandersetzt, stärkt im Grunde nur das Netz, da du seine Realität und Wirksamkeit auf diese Weise bestätigst. Entziehe ihm deine Aufmerksamkeit und richte dich auf das neue Erdebewusstsein aus. Dann gibt es kein Netz mehr, gegen das du kämpfen müsstest. Es ist nicht da und war in dieser Realität auch niemals vorhanden. Es ist nicht leicht, einer Realität die Aufmerksamkeit zu entziehen, die so eng um dich herum ist. Es ist auch nicht leicht, deine Aufmerksamkeit auf eine Realität gerichtet zu halten, die noch nicht da zu sein scheint. Doch dies ist der Weg. Stell dir vor, du stehst in der jetzt zu Ende gehenden Realität und erschaffe eine imaginäre Brücke durch deine Vorstellungskraft, durch deine visuellen Fähigkeiten, durch deinen Schöpferblick, der in der Zirbeldrüse lebendig ist. Sieh diese Brücke, die fest und stabil im Boden deiner aktuellen Realität verankert ist. Sieh sie deutlich vor deinen Füßen beginnen, ihre Steine, den Staub zwischen den Steinen. Sie schwebt nicht irgendwo im Nirgendwo, sondern liegt stabil verankert in dem dir vertrauten Boden. Sie ist kein Luftschloss, sondern feste Realität. Wenn du dies alles klar und deutlich vor dir siehst, dann geh los. Betrete diese Brücke, den Blick nach vorn gerichtet, und wisse, dass sie in das Neue führt, welches du mit erschaffen wirst, durch dein Denken und Handeln. Die Brücke befindet sich unter deinen Füßen. Spüre sie unter deinen Füßen, Tag für Tag, den du weiterhin innerhalb der alten Realität zu leben scheinst. Die Brücke ist dein Weg, der Weg, für den du dich entschieden hast. Deine Füße befinden sich auf dem Boden einer beginnenden neuen Realität. Dort gelten die alten Netze nicht mehr. Dort endet ihre Macht. Daran erinnere dich. Dafür entscheide dich. Das ist nicht immer leicht, doch im Grunde ist es ganz einfach. Ich denke, dass dieses Bild der Brücke, wenn man sich dem immer wieder, dass sich das immer wiederholt und sich auch immer wieder fühlt unter den Füßen, sich immer wieder bewusst macht, meine Füße stehen auf dieser neu beginnenden Realität, jetzt richtig fest, deutlich spürbar. Und was ich sehe, ist der Blick von der Brücke herunter in das alte Erdebewusstsein. Und ich bin halt noch mehr in diesem alte Erdebewusstsein, also davon noch mehr umgeben als von dem neuen. Aber meine Füße sind schon fest auf diesem neuen Weg. Und ich denke, das betrifft jetzt nicht nur die Gitternetze, sondern alles. Deine permanente Ausrichtung auf das Neue,
immer wieder sich klar machen, das ist der Boden unter meinen Füßen, diese Brücke, die ich mit erschaffe, indem ich sie mir vorstelle, mit meinem Schöpferblick, indem ich spüre, dass ich darauf gehe, indem ich mich dafür entscheide, diesen Weg zu gehen. Und das kann einem eine Menge Halt und Kraft geben, wenn man das Gefühl hat, es ändert sich überhaupt nichts, aber du spürst den Boden unter den Füßen und du weißt, was für ein Boden das ist. Also das wollte ich jetzt einfach mal noch an euch weitergeben, kurz und knackig, weil ich glaube, wir brauchen in dieser Zeit immer wieder mal Anregungen, die uns im Alltag helfen. Also viel Spaß bei der Umsetzung und schön, dass es dich gibt. Bis demnächst. Thank you.